Regen im Mai. Eine Kurzgeschichte von Carola Bach. Vorgetragen von Kati Frenzel. Produktion Tim Süß. Regen im Mai. Es regnet in Strömen und wie kleine Stromschnellen rauscht das Regenwasser an der Bordsteinkante entlang, um sich am Ende der Straße in großen Pfützen zu sammeln. Mein Mantel ist durchgeweicht, der Schirm kann den Regen kaum noch abhalten. Das Wasser flutet meine schicken neuen und sehr teuren Schuhe. Bei dem herrlichen Sonnenschein heute Morgen hatte ich nicht mit Regen gerechnet. Der Arbeitstag war lang genug und dann noch der Anruf vom Chorleiter für eine kurzfristig angesetzte Probe, die kein Ende fand. Ich bin so müde. Jetzt wünsche ich mir nur eines, ein schönes, heißes und wohlduftendes Bad, im Schaum versinken, der meinen Körper einhüllt und der aromatische Duft heißen Tees, der in meine Nase steigt. Pitschnass warte ich weiter durch den Regen. Oh, verdammt, was war das? Mein Fuß fühlt sich plötzlich so komisch an. Warum ist mein rechtes Bein plötzlich kürzer? Ich drehe mich um. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Warum passiert immer mir so etwas? Aus dem holprigen Kopfsteinpflaster ragt mein Schuhabsatz. Den Rest an meinem Fuß ziert ein großes Loch in der Sohle. Wie soll ich denn jetzt nach Hause kommen? Vielleicht ist das alles nur ein böser Traum? Ich zwicke mich in den Arm. Au! Nee, da ich nicht aufwache, ist das wohl doch kein Traum. Humpelnd bewege ich mich durch den Regen. Meine Füße tun weh, sind pitschnass und ich friere. Das nennt sich Wonnemonat Mai. Von weitem höre ich Donner grollen und ein Blitz zuckt zwischen den grauen Wolken. Hastig stolpere ich weiter. Soll ich meine Schuhe ausziehen und barfuß weiterlaufen? Ah, nein, davon bekäme ich bloß einen Schnupfen. Noch 5 Minuten bis nach Hause. Das schaffe ich. Es donnert und blitzt jetzt unaufhörlich. An ein Ende ist nicht zu denken. Und ich bin so müde. Der Gedanke an meine Badewanne treibt mich voran. Knack. Oh nein. Jetzt ist auch noch der Schirm abgeknickt und ich trage heute den Mantel ohne Kapuze. Viel zu schnell ist mein Haar durchgeweicht und der Regen strömt über mein Gesicht. Aber nur noch 2 Minuten und ich werde zu Hause sein, dann ein schönes heißes Bad und anschließend mit einer Tasse Tee aufs Sofa kuscheln. Nur noch wenige Schritte und ich bin zu Hause. Endlich stehe ich vor der Haustür und durchwühle meine Handtasche. Aber wo habe ich meinen Schlüssel? Nirgends in der Handtasche ist er zu finden, in der Manteltasche steckt er auch nicht. Ich beginne die Tasche auszuräumen, da reißt der Henkel und alles fällt in die große Pfütze vor mir. Natürlich, das muss mir jetzt auch noch passieren. Der Regen prasselt auf mich herab, die Reste meines Schirms und der abgebrochene Absatz, die unter meinem Arm klemmten, gesellen sich nun zu dem Inhalt meiner Handtasche auf dem nassen Gehweg und ich stehe wie ein begossener Pudel vor der Tür. Ausgeschlossen. Mein Schlüssel liegt drinnen im Trockenen und Warmen auf der Flurgarderobe. Und ich stehe vor verschlossener Tür.